Ja, jetzt ist es das so, dass ich jetzt direkt ganz überrascht bin, dass ich da jetzt plötzlich in einem anderen, dass ich da also viel lebendiger bei Ihnen ankomme jetzt dann in Zukunft. Gell? Also da bin ich sehr überrascht. Also ich hoffe, dass uns das auch dann allen gefällt. Gell? Ja, also dann bis demnächst. Ah ja, und was ich auch noch anfügen wollte, ist, müssen Sie schon entschuldigen, dass ich in letzter Zeit so selten eigentlich da bin, aber mich lässt das alles, irgendwie hat mich die ganze Weltsituation jetzt so verrückt gemacht, dass ich auf so lange Zeit eigentlich gar nicht mehr so drauf schauen wollte und mir das auch so unwichtig dann erschienen ist, da irgendwelche Spaßzettel zu machen im Video, gell? Also ich bitte da schon um Ihr Verständnis. Jetzt weiß ich nicht, vielleicht, dass ich dann in Zukunft jetzt, wo das Wetter wenigstens wieder ein bisschen besser geworden ist, schon einmal was mache, aber jetzt schauen wir mal, ja, also da bloß, dass sie es gewusst haben und dass sie sich dann nicht so gewundert haben, gell? Ja, so das war's dann jetzt für heute, gell? Ja. Ja, so, jetzt bin ich's doch noch einmal, gell. Aber wenn wir schon so nett beieinander sind, dann haben wir gedacht, könnte ich Ihnen ja auch gleich noch eine kleine Geschichte erzählen, was Lustiges. Ja, also da war der kleine Maxl und der ist immer ganz fürsorglich mit seiner Oma gegangen, weil die Oma hat schon sehr schlecht gesehen und da hat er also immer, wenn die Oma irgendwo auf was zugegangen ist, was gefährlich geworden ist, also ein Stein oder auch eine Pfütze, dann hat er immer vorher geschrien und gerufen, Oma, hupf! Und dann ist die Oma da über die Pfützen drüber gekupft oder über den Stein drüber gekupft, was halt gerade dran war, gell. Und ja, und dann sind sie mal wieder gegangen und dann hat der Pfarrer da zugeschaut und dann immer gesehen, wenn der Bub wieder gerufen hat, Oma, hupf, und die Oma ist wieder über den Stein drüber gekupft und dann einmal sieht der Pfarrer, wenn der Bub sagt, Oma, hupf, und es ist überhaupt nichts, kein Stein und kein Pfützen und gar nichts, gell, und dann ist er hingegangen und dann hat er gesagt, du Maxl, das kannst doch du nicht machen, da ist doch jetzt überhaupt nichts gewesen und du hast gesagt, Oma, hupf, und da hat der kleine Maxl zum Pfarrer gesagt, das ist meine Oma. Und die lasse ich hupfen, wann ich will. Ja, okay. Also das war nur eine lustige Geschichte jetzt zum Abschied. Dann bis bald einmal. Für deiner Gott, gell? Ja, ja, wann ich will, lasse ich hupfen. Ja, jetzt ist es so, jetzt bin ich gleich nochmal da, gell? Jetzt ist es so, dass ich mir das gar nicht so ein gutes Gefühl gehabt habe jetzt vorher, dass ich da doch wieder mit einem Witz eigentlich sie versorgt habe. Aus dem Grund, weil sie eigentlich, die Zeiten sind ja eigentlich gar nicht so zum Lachen, habe ich ja schon gesagt. Jetzt wollte ich dann im Anschluss wenigstens für Sie hier noch eine Information bereitstellen und zwar Sie hinweisen auf einen Film, der ein deutscher Film aus dem Jahr 2010 und der heißt Die kommenden Tage und da finden Sie also auch hier bei YouTube schon Trailer, die werden jetzt, blende ich Ihnen oben dann ein, die wo es dann bloß draufklicken brauchen am Schluss, dass sie zu diesen Clips dann, zu diesen Ausschnitten dann finden. Das ist ein Film, der ist letztes Jahr gemacht, ist eigentlich, denke ich mal, visionär und schildert so ein bisschen ziemlich intensiv eigentlich, so wie es bei uns einmal werden wird, was ich also auch so inzwischen sehe. Also, wenn Sie interessiert sind an guter Zukunftsprognose, wie es ja auch der Herr Celente in Amerika ja so macht, schauen Sie ja den Film an. Ich kann ihn nur empfehlen. Ich habe mir selber angeschaut heute und ich war also ziemlich
ja auch sehr bedrückt, bedrückt dann danach. Gell? Also der Film, die kommenden Tage mit einer sehr, sehr guten Besetzung auch. Ja, das jetzt noch, damit dieser Beitrag da heute so abgerundet ist und auch nicht zu fröhlich bleibt, gell? Soll ja da nicht so sein. Ja, da danke ich Ihnen noch einmal für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, bleiben Sie gesund und passen Sie gut auf sich, gell?